Liên chào ông bà, chú. Gia đình Nguyên xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn đang đến với kênh Nguyên Cuộc Sống Đức. Ich guck mal, was gibt Schoko-Eis oder mal gucken. Eierlikör-Eis oder mal gucken. Thank you.
Wo ist das kaputt? Wo ist das kaputt? Ist alles kaputt? Ach doch, hier. So, Timo, was ist das? Von euch? Also bedeutet, ich sage dir etwas gleich. Ja. Also. Timo heißt also. Danke, ich hab schon. Hiện tại thì khu du lịch này nó vắng hơn, tại vì sắp chuyển sang lạnh rồi. Với lại cái thời điểm du lịch nó cũng qua rồi cả nhà. Kỳ nghỉ của học sinh là cái thời gian mà ở đây là tập trung cao điểm nhất. Bây giờ thì Quyên dẫn tụi nhỏ xuống ăn kem. Quyên xin mời cô chú anh chị và các bạn đi ăn kem cùng tụi nhỏ nha. Xem lá đó. Das sind Menschen ohne Haut. Wo sind Menschen ohne Haut? Wo sind Menschen ohne Haut, Papa? Gibt es solche Ausstellungen in Bergen? Ist die immer, das sind da die Leichen. Aber müsst ihr noch nicht sehen. Geschnitten, kann man mal sehen, wie das aussieht, wenn Menschen drin oder so. Und dann bringen wir auch nichts davon. Mach ein bisschen. Aber probier's mal sehen. Ich bin ein bisschen älter sein. Ich bin nur Angst. Ông xã Quyên nói thì năm nay tình thấy là khách du lịch đến số lượng nó giảm hơn mấy năm trước. Thì cũng có thể là do nền kinh tế nó bị ảnh hưởng đó. Ảnh hưởng nhiều, mọi người ta tiết kiệm chi phí. Thì có thời điểm tháng 7 thì do cái vé, ở bên Đức có cái vé ưu đãi là 9 euro á, thì khách đến đông. Nhưng thực ra thì đông thì nhưng so với những cái thời điểm trước cũng không có đông nhiều. Thì do là vé xe nó giảm nhưng mà những chi phí khác nó tăng á. Con đợi nón của Lia cho mẹ coi coi. Đợi nón của Lia cho mẹ đi. Đợi nón lên coi. Ich muss jetzt das Eis einfassen. Und dann sucht euch ein Eis aus, ne? Okay. Ich habe einen Kaffee, Baba. Eine Kugel Kaffee. Ich habe das Eis einfassen. Ja. Nächste. Einmal Kaffee, eine Kugel im Becher. Im Becher. Im Becher. Das im Becher. Was möchtest du, Lia? Joghurt-Eis. Joghurt-Eis und was noch? Und Kaffee? Joghurt-Eis und Kaffee. Dann nochmal eine Joghurt-Eis und Kaffee im Becher. Zwei Kugeln, ja. Zwei Kugeln Zucker. Ja, und Kaffee. Was möchtest du haben, Timo? Ich möchte Zitroneneis. Ja, das schmeckt, weiß ich nicht so. Okay, dann nehme ich das Eis. Nehmen wir Mango. Mango, ja. Mango will ich.
Haben wir auch. Ja, brauchen wir nicht. Was möchtest du, Timo? Mango? Eine Kugel Mango. Einmal eine Mango im Becher, ja. Und du, Mama? Hab schon. Kaffee. Hast du schon? Ich will auch Kaffee. Ja, probier bei mir. Einmal eine, zwei Kugeln nochmal, Sahne, Kirsch und Schoko. Und mit einem Löffel. Ja, mit einem Streusel drauf. Die Wurst ist auch Mango. Und da mit Löffel und da eine Eise. Eine Eise? Ja, und ein Löffel. Da habe ich auch einen. Und Löffel her. Mama, ich will auch einen Löffel. Was? Servietten hast du schon genug? Hab schon. Hab schon hier. Noch Streusel. Und das ist hier, wer ist das hier? Mama. Mama. Da ist noch Streusel, Papa. Die Streusel gibt es hier nicht. Hast du schon? Nee. Warte mal hier. Löffel gibt es auch noch, oder? Gibt es ja auch Streusel. Doch gut, wir haben alles denn. Servietten auch, ja. Ja. Hab ich da eine Kugel von dir? Nee. Na, geht's laut nicht Herbst schon, ja. Vielleicht noch nächste Woche, dann ist es hier schon kalt werden. Ja, bei uns so schnell, ja. Mhm. Sommer schnell vorbei. Mhm. Ja, ja. Lecker, oder Papa? Mhm. Lecker, lại tiếng Việt là gì? Non. Ngon không bà? Chắc hả bà? Dạ. Chị ngồi ấy chứ? Ấy sẽ không ấy. Ấy. Chị ấy nữa. Bắt mẹ chứ. Papa macht dann die Waschmaschine und trocknet nochmal fertig. Wir sind dann nach Hause. So. Aber ich brauche den Löffel. Ja, dann musst du was zum Essen haben. Ja. Ich schmeiß weg. Cái nhà đó, người ta làm để cho mùa đông cho bò, cho bò ăn á. Das ist das Feld. Dort wurden das Stroh wurde gepresst. Das sind die großen Strohballen. Rundform. Die werden dann abtransportiert zu den Ställen, zu einer großen Miete. Ja, was soll ich da sonst noch zu sagen? Video hôm nay Quyên chia sẻ, Quyên xin kết thúc ở đây.
Uyên chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video của Uyên nha. Uyên mê cánh đồng khô lắm nè, đi ra cánh đồng này thơm mùi cỏ rất là thích. Uyên xin chào tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà ở video tiếp theo.